Hallo, es ist schon etwas später, es ist schon Nachmittag. Elisa steht da hinten. Ja, ich wusste es, wenn sie das sieht, dann kommt sie direkt. Hallo Elisa, sag mal auch mal hallo. Hallo, genau. Ja, ich sitze hier gerade im Kinderzimmer von Johann. Alle Kinder sind da. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum Elisa keinen Mittagsschlaf machen möchte. Sie hat ihn heute komplett ausfallen lassen. Sie hat keine Lust, heute Mittagsschlaf zu machen. Und du wirkst auch überhaupt nicht müde, Elisa. Ja, winke, winke. Es ist ein wenig chaotisch im Hintergrund. Wir spielen nämlich die ganze Zeit hier bei Johann. Ja, stimmt. Ey, warte, noch eine Kissenschlacht. Genau, eine Kissenschlacht haben wir auch schon hinter uns. Ich bin da auch immer ganz vorne mit dabei bei der Kissenschlacht. Was ist denn? Gib mal Elisa auch. Guck mal, sie möchte das auch mal haben, Clara. Ja, aber wir haben noch zwei davon. Du kannst dir das doch geben. Und dann holst du dir das andere. Das ist das Spielzeug der Begierde. Damit kann man ja so schöne Muster machen. Wow! Wow! Eieiei, Elisa, ja, das sieht hübsch aus. Schöne Muster. Wo steckt denn das zweite? Ich weiß nicht, ich glaube in deinem Zimmer. Genau, so geht das. Ordentlich. Richtig tolle Muster kann man damit machen und richtig schön tanzen, ne? Heute Morgen waren wir auch schon beim Sport, da war ich mit den Kindern. Mittag gegessen haben wir auch schon. Es gab Gulasch. Ich hatte nämlich gestern Abend irgendwie. Ja, überkam es mich so. Ich wollte unbedingt Gulasch kochen. Ich glaube, das war schon 20 Uhr abends. Dann hatte ich das schon vorgekocht, für heute auch. Dann brauchte es heute Mittag nicht mehr so lange. Elisa, was machst du da? Machst du Turnübungen? Bist du dir sicher, dass du nicht schlafen möchtest? Möchtest du da hoch? Elisa, möchtest du schlafen ins Bettchen? Möchtest du ins Bettchen schlafen, Elisa? Mittagsschlaf? Nein. Möchte sie nicht. Was wird das denn? Ja, Elisa immer mittendrin bei den großen Geschwistern. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, Gulaschsuppe haben wir heute Mittag gegessen, war sehr lecker. Und jetzt, ja, machen wir so eine Mittagsruhepause. Ich weiß nicht, ob Elisa heute noch Mittagsschlaf machen wird. Wir lassen uns einfach überraschen. Ich mache es mir trotzdem gemütlich hier auf diesem Sandsack oder diesem Sitzkissen. Meine Kinder tanzen um mich herum. Johann hat ja hier so ein riesiges Fenster. Heute ist leider nicht so schönes Wetter, es regnet ganz doll. Da kommt der ganze Regen. Kann man hier auch richtig schön beobachten. Auch in der Nacht, wenn es dann der Sternenhimmel ist. Bist du müde, Elisa? Sie ist schon so ein bisschen durch den Wind, läuft hier rum. Ist eigentlich müde, aber sie will nicht ins Bett. Wollen wir doch mal Schnuller holen, Elisa? Nein? Ein Schnuller? Aber ins Bettchen? Schlafenszeit? Dann gucken wir mal, wie lange sie heute noch durchhalten wird. Willst du noch mal was sagen? Hm? Willst du noch mal was sagen? Nee? Auch nicht? Deine Augen? Wo ist deine Nase, Elisa? Da ist deine Nase. Genau. Wo ist dein Mund? Da ist der Mund. Wo sind die Zähne? Immer schön so. Beißerchen. Ja, deine Beißerchen. Du hast schöne Beißerchen, Elisa. Gib mir einen Kuss. Und weg ist sie. Kleine Schelmine. Oh, danke schön, Elisa. Habe ich ja doch einen abgesahnt. Ich fände es einfach, zusammenzubauen. Oh, Elisa hat es kaputt gemacht. Ja. Ich brauche noch ein Teil. Muss der Johann reparieren. Dran. Und dann daran knipsen. Das sieht cool aus. Schnullerzeit. Hier lang, ab ins Bettchen. Nee, Elisa, nicht nach unten. Hier. Zum Schlafen, zum Bettchen. Da sind doch Schnuller. Elisa, wo gehst du hin? Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Und folge ihr nicht nach unten. Mal gucken, ob sie dann vielleicht doch kommt. Nein, sie hat leider ihren eigenen Willen. Sie geht nach unten. Elisa, komm zu Mami. Komm, hier gibt's Schnuller. Jetzt wird es auch langsam zu spät für den Mittagsschlaf. Wenn sie dann irgendwie um 17 Uhr, manchmal wird sie um 17 Uhr dann müde, wenn sie keinen Mittagsschlaf macht. Und dann ist es schwierig, sie dann hinzulegen, damit sie ein bisschen schlafen kann und dann wieder aufzuwecken, weil ja noch nicht richtig Schlafenszeit ist, weil sie ja noch Abendessen kriegt. Alles ein bisschen Kuddelmuddel im Moment. Also sie macht gerade keinen regelmäßigen Mittagsschlaf mehr. Ich habe ihr sogar hier schon alles dunkel gemacht und das Bettchen schon ordentlich, damit sie sich gleich reinlegen kann. Aber sie
möchte nicht heute. Was machst du denn da, Elisa? Was suchst du in deinem Täschchen? Ein Trinken? Osse. Ja. Das ist noch meine Sporttasche von heute Morgen. Ich noch nicht ausgepackt, muss ich gleich mal machen. Die Sachen dann auch direkt schon in die Waschmaschine reintun. Was suchst du jetzt noch? Miam, miam. Miam, miam? Miam, miam. Was suchst du denn, Elisa? Miam, miam. Miam, miam. Da ist nichts mehr drin. Da hatte ich den Kindern heute Morgen nämlich einen Apfel reingepackt. Da ist doch gar nichts mehr drin. Nee, das ist alle. Da ist gar nichts mehr drin, Elisa. Guck mal. Alle. Möchtest du einen Apfel essen, Elisa? Mhm. Ja? Gut, dann mache ich dir einen. Elisa ist jetzt gerade doch schlafen gegangen. Bisschen spät, aber noch nicht zu spät. Deshalb mache ich mir nicht so viele Sorgen. Also sie wird jetzt wahrscheinlich so eine Stunde schlafen. Dann haben wir nämlich noch etwas vor. Und zwar habe ich gleich eine Überraschung für die Kinder. Das wissen die noch nicht. Das werde ich denen gleich erzählen. Wir werden nämlich heute Justus bei der Arbeit besuchen. Ich glaube, da werden sie sich richtig freuen. Machen wir auch nicht oft, sondern eher ziemlich selten. Aber heute bietet sich das an. Also er hat auch dann pünktlich Schluss. Das weiß man ja immer nicht so, ne, ob dann doch nochmal was dazwischen kommt. Aber er meinte, heute ist auf jeden Fall pünktlich Schluss. Wir werden ihn dann nach der Arbeit natürlich erst besuchen, weil vorher geht das nicht so gut. Das würde ja stören. Johann und Clara interessieren sich ja total dafür, was der Papi da so bei der Arbeit macht. Deshalb werden die sich gleich bestimmt sehr freuen, wenn ich denen das erzähle. Aber jetzt wollte ich erstmal ein bisschen aufräumen wieder. Da, der Tisch sieht so aus. Achso, und ich wollte dir was zeigen. Heute waren wir nämlich noch kurz einkaufen. Nach dem Sport sind wir direkt erstmal Lebensmittel einkaufen gegangen. Es hat wieder ein bisschen was gefehlt. Es ist wieder so dunkel. Wenn es so doll regnet, dann... Warum geht das irgendwie nicht an? Jetzt. So, auf jeden Fall habe ich leckeren, super leckeren Spargel gekauft. Dieser ganze Haufen hier, das sind etwas über 2 Kilo, wird gerade so ausreichen für Justus und mich. Die Kinder mögen das nicht so gerne, leider, aber sie essen dann meistens zumindest ein wenig die Spitze. Ich wollte das jetzt noch einmal in den Kühlschrank tun. Ich habe den Lappen hier schon nass gemacht. Mache ich noch ein bisschen, kann ja nicht schaden. So, damit der Spargel nicht austrocknet bis morgen, weil heute werden wir das nicht mehr essen. Wenn wir Justus nämlich bei der Arbeit besuchen, dann wollen wir auch da direkt noch ein bisschen bummeln gehen und dann wahrscheinlich auch dort essen, weil sonst wird es eh zu spät. Deshalb wird das hier alles einmal hier reingelegt. Oh, passt sogar. Ich dachte, ich brauche noch einen Lappen. Und so kommt das jetzt einfach in den Kühlschrank rein. Das hält dann bei uns eigentlich ganz gut, sogar auch 2-3 Tage. Leckeren Schinken habe ich auch besorgt. Diesen hier. Den hat sich Johann gewünscht. Das Einzige, was ich vergessen habe, ist die Hollandaise-Soße. Wie ärgerlich. Da kannst du mir mal schreiben, ob du die selber machst zu Hause oder die fertig kaufst. Also ich muss sagen, die kaufen wir fertig. Komm mal her, Johann, Clara. Ja. Ich muss euch etwas sagen. Was denn? Wir werden jetzt... Ja. Ja. Zu Papis Arbeit fahren und ihn da besuchen. Ja! Papi! Papi! Jetzt? Ja, jetzt. Juhu! Jetzt. Ja. Genau, am besten ziehst du dir eine längere Hose an, weil es ist doch ein bisschen kalt mit dem Regen draußen. Ja. Weißt du, Mami, da hat Papi doch aus Spaß so ein Skelett. Körper, also ein Skelett. Genau. Ein Skelett. Ja, sieht witzig aus. Ja, den kannst du heute auch wieder Hallo sagen. Ja? Mhm. Und ich glaube, der ist aus Plastik. Ist er aus Plastik, meinst du? Mhm. Ich wusste es, dass die Kinder sich so freuen. Total süß. Machen uns jetzt fertig. Elisa schläft immer noch oben. Das heißt, ich werde sie jetzt schlafend in den Kindersitz setzen. Ich hoffe, sie kann dann weiter schlummern. Ich werde ihr noch eine Decke drüber legen. Ich liebe Papis Arbeit. Und Jörn, du auch? Ja, und ich liebe sein Skelett. Mhm. Den sagen wir heute mal wieder Hallo. Ja, das Skelett hat ja auch einen Namen, glaube ich. Den haben wir schon mal gehört. Mhm. Aber jetzt wissen wir ihn nicht mehr. Ja. Papi sagt es heute uns wieder. Ja. So, und weißt du, Johann, Papi hat doch immer Naschis da. Mhm. Das ist lustig. Wir machen doch ein paar Witze. Ihr macht ein paar Witze? Ja. Ist doch gar nicht erlaubt. Ich war ein Witz an einem Gefüßchen. In der Badewanne sitzt du deine Bienen, nicht? Guck, das war ein Witz.
Ich habe jetzt alle eingepackt, wie man hören kann. Sie sind alle da. Elisa ist auch wieder wach. Ich dachte, sie schläft noch ein bisschen weiter, aber hat nicht geklappt. Und jetzt fahren wir los. Navi habe ich eingegeben. Während der Fahrt werde ich jetzt nicht filmen. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Verkehr ist, weil im Moment ist ja Feierabendverkehr. Dann wird es wahrscheinlich eh ein bisschen länger dauern. Deshalb melde ich mich, wenn wir denn da sind. Also bis gleich. Jetzt könnt ihr einmal die Tür aufmachen. Könnt ihr einmal klopfen gehen. Dann überraschen wir den Papi. Nein! Ich habe noch nicht aufgeräumt. Hallo, ihr Süßen. Na? Hallo, Papi. Was? Verboten. Essen. Ja, komm, ist der Papi. Wie heißt Hallo. Der nochmal? Das ist Johnny. Johnny hat ja einen coolen Mantel an. Ja, das ist meiner. Den habe ich auch manchmal an. Mein Kleiderständer. Was ist das? Eben noch Briefe geschrieben. Ja, Elisa, was ist das, ne? Elisa. Ja, wer ist das? Jetzt sind wir angekommen. Das muss noch ein bisschen aufräumen, die Akten wegräumen, damit... damit das hier auch schön ordentlich aussieht, so wie es ja normalerweise immer aussieht. Kann man ja nicht zeigen. Na, wie kann ich Ihnen helfen, Frau Nancy? Wo fehlt es Ihnen denn? Ich habe heute wirklich Hüftschmerzen gehabt, ne? Beim Sport hatte ich hier so auf der Seite Hüftschmerzen. Tja, okay. Dann solltest du da nicht so häufig draufhauen. Nein, beim Fahrradfahren habe ich das immer. Beim Fahrradfahren, da musst du den Sattel verstellen. Hey. Okay, dann machen wir es ordentlich. Dann machen Sie sich mal bitte frei und legen Sie sich auf die Liege. Nein. Ja? Na komm, dann untersuche ich dich ein bisschen. Willst du mich untersuchen? Klar, ja, mal gucken, ob deine Reflexe noch gut sind. Meine Reflexe, du. Die sind 100 Jahre alt, die Reflexe, die sind nicht mehr gut. Nee. Kannst du mich hier draufsetzen? Ich traue mich irgendwie nicht. So? Ja. Und dann? So, jetzt Elisa, komm mal her. Elisa möchte gar nicht, sie findet das mal komisch. Wie der Mann hier reagiert. Tja, da ist wohl nichts, ne? Mach ich so, mach du das. Aua! Ah, so, Entschuldigung. Was soll denn das? Tja, da ist wirklich nichts. Ja. Wie jetzt? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, du bist sehr schwer krank. Was soll denn das? Es tut mir leid, das nie teilen zu müssen. Was war jetzt deine Hüftuntersuchung hier? Da tut's weh. Ist ja wirklich hier. Boah, Reflex. Dann machen wir so die Interesse die Hand. Mal ganz hin. Ziehen, 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 ziehen. Das ist eine Warnung. Selbst da passiert nichts. Alles stumm. Was? Ist das jetzt schlecht? Ja, entweder trinkst du zu viel Alkohol. Nein, das kann es nicht sein. Oder es ist einfach genetisch festgelegt. Wie auch immer. Okay. Das ist nichts Schlimmes. Ja, was kann ich denn noch? Ja, zeig mal, was gibt's denn hier so? Du musst doch lieber nur klarer mal hier begeistern für deinen Job. Ach so, ja. Ich kann euch zeigen, wie man Briefe schreibt. Ja. Oder wie man isst. Ja, also das ist ja das Wichtigste hier an der... Darf ich mir ein Tüchchen füllen? Mal gucken, ob das geht. Ja, das ist meine... Ja, yum, yum, genau, hast du genau Aber richtig erkannt. Schublade. Genau, das ist meine Schublade. So, und hier ist sogar noch ein Bonbon. Aber hier, die sind gut. Chips. Genau, die Chips. Wie kleidest du jetzt den John? Darf ich auch den? Ausziehen. Das ist ja völlig entblößt. Ja, den lässt du auch jetzt. Sieht doch schnieke aus. Obwohl ich den da schon immer so ein bisschen komisch finde, ne? Sieht das gut aus beim Arzt. Okay, ich weiß nicht. Ich bin sehr gruselig. Oder, Johann? Aber ihr beiden kennt den ja schon, ne? Der stand ja auch mal bei uns im Schlafzimmer. Nein, 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 also erstmal war unser Schlafzimmer war mal ein Arbeitszimmer. Ja, das Büro. Das sind die Reifen. Ja, das sind die Reifen, genau. Das sind die Reifen, genau. Und das sind die Lungen. Ja. Papi, ist das dein Freund? Ja, das ist der Einzige, mit dem ich hier reden kann. Ich habe immer zugehört und keine Widerworte gegeben. Und was ist das hier? Warum ist da hier? Das soll ein Bandscheibenvorfall sein. Oh, okay. Also dann... Drückt jetzt von der Seite, drückt jetzt der Bandscheibenvorfall hier auf den Nerven drauf. Und so kann man sich das vorstellen, dass dann, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, dass es ihm zur Seite rausquillt und dann hier auf die Nerven drauf. Und das tut dann weh. Und bei dem Befund steht dann immer Bandscheibenvorfall mit Nervenwurzelreizung oder Irritation der Nervenwurzel XYZ. Und dann weiß ich immer, ist ein relevanter Bandscheibenvorfall. Und ansonsten nicht. Ein Apfel? Ich habe einen Apfel dabei. Hier, Elisa, Mami hat doch einen dabei. Den Schokoladen. Elisa, guck mal hier. Hier hat doch Mami was für dich. Da!
Wir wollen nämlich gleich noch eine Runde laufen, jetzt ist das Wetter doch ganz schön. Jetzt hat den ganzen Tag geregnet, bis es hier kam. Ja, und jetzt scheint die Sonne und es ist richtig warm. So nein, gehen, Papi. Oh. Nein, Papi. Nein, Papi. Nein, bei Johann. Ja, okay, dann. Jetzt werden noch Fotos mit Johnny gemacht. Ich hatte die tolle Idee. So kräftig, genau, Johann hatte die tolle Idee. So? So ein Foto. Jetzt einmal untersuchen, die Clara untersuchen. Ja, selber hören. Aber ihr habt ja auch eins zu Hause. Und, kannst du gut hören? Genau, das ist das Herz. Hör ich. Das ist ja lustig. Also ist alles in Ordnung. Nur bei der Mami scheint nicht alles in Ordnung zu sein. Ja, bei mir geht das nicht. Das ist halt. Mann, dann mal, guck mal, Clara möchte nochmal. Nochmal? Das ist aber ganz locker lassen. Sonst geht das nicht. Das nennt man Reflex. Da muss aber ein ganz locker sein. Ja? Ja. Ist gut, ne? Wie macht das denn? Ja, das ist eine Reaktion. Dass der Muskel, wenn er plötzlich angespannt wird, dass er sich durchstreckt. Haben wir heute noch mal was dazugelernt, ne Clara? Was ist das? Das ist eine Stimmgabel. Damit kann ich prüfen, ob du das Vibrieren noch spürst. Sag mal, wenn du es nicht mehr spürst. Nicht hingucken, sondern nur sagen, wenn du es nicht mehr spürst. Ich spüre es nicht mehr. Sehr gut. Also deine Empfindung wird noch perfekt. Ja? Also das ist sozusagen die Stimmgabel. Und man kann auch was anderes machen. Das heißt, man muss den Kopf ziehen. Und jetzt hörst du das ja, ne? Hörst du im Kopf drin. Und wenn jemand ein Problem mit den Ohren hat, ja, dann kann es sein, dass es auf dem einen Ohr viel lauter ist als auf dem anderen. Und dann weiß ich, welches Ohr kaputt ist. Ja? Viele Instrumente, die ganz tolle Sachen machen. Und ich habe ein echt tolles Rätsel. Oh. Und zwar ist das ganz tolles. Und zwar habe ich eine seltene Erkrankung. Und zwar, dass die Reflexe auf die andere Seite springen. Hä? Ja. Vom? Das war eine lustig gemeinte Prüfungsaufgabe von unserem Neurologen damals. Und wir haben uns echt den Kopf zerbrochen, wie das sein kann. Und die Auflösung ist, es ist totaler Quatsch. Das gibt es gar nicht, das kann es gar nicht. Er hat uns nur auf den Arm genommen. Das war die Essenz von der Prüfung. Das ist ja toll hier, so ein kleiner Ständer. Sieht aus wie so ein Elefant. Warte mal, so ein kleiner Elefant, ist aber so ein Handyständer. Was süß. Elisa hat sich hier so ein Bananenchip genommen von Papi. Da kommen wir Papi bei der Arbeit besuchen und dann plündern wir seine ganzen Essenssachen. Dann verabschieden wir uns, Justus. Ja. Bevor wir spazieren gehen, danach wollten wir hier noch essen gehen, ne? Ja, genau. Hier gibt es ein schönes Restaurant, wo wir hingehen können. Machen wir uns noch einen schönen Abend zusammen. Na gut, dann verabschieden wir uns, Justus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.